herzlich willkommen zu Inside the Team, wo heute geballte 60 Jahre vor der Kamera sitzen. Wir haben nämlich Chacha zu Gast und der hatte gestern Geburtstag, 32 bist du geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie fühlt man sich an, jetzt in demselben Club zu sein wie Kova und Yannick? Überhaupt nicht gut. Wenn die mich immer fragen, wann ich Geburtstag habe, sage ich immer 23. Also ich verdrehe die Zahlen einfach. Ich fühle mich sehr jung noch und dementsprechend sage ich dann auch meine ehrliche Seite. Was hast du gekriegt zum Geburtstag? Also ich habe morgens 7 Rollen Toilettenpapier um mein Auto bekommen, ganz viele Blätter, 12 Dickmanns, ja, und dann halt noch ein paar kleine Geschenke. Und die Torte ins Gesicht? Nee, Torte nicht. Die haben es irgendwie nicht ganz gerafft, mir eine Torte ins Gesicht zu werfen, weil ja, Yannick hat ja alles initiiert, ja. Und Yannick hat darauf gewartet schon seit über 2 Wochen. Ich bin halt so das Finale für alle. Und ja. Endgegner. Genau, der Endgegner. Und ich bin natürlich immer vorbereitet, ja. Aber ich habe natürlich einen Tag vorher dann halt Bo gefragt, ob ich mal einen Song spielen kann. Und hab dann in sein Telefon reingeguckt, bin auf die WhatsApp-Liste gegangen, da stand dann Zazai Birthday. Und hab man dann erstmal schön durchgelesen, was die machen wollen. Und hab ihnen das Telefon zurückgegeben. So wusste ich schon mal, was geplant war. Aber letztendlich haben die halbwegs mir ein paar Dickmanns ins Gesicht geworfen. War auch okay. Nicht so großartig schlimm. Passiert. Die Feier hat's dann mit einer Runde Fortnite gegeben. Ja, wir haben eine Runde Fortnite gezockt mit Bo und Jürgen und Luke. Ja, war nicht so erfolgreich, aber ich meine, kommen bessere Tage. Bessere Tage ist das Thema Hinblick auf die Auswärtsspiele. Du hast schon die richtige Farbe an für unseren nächsten Gegner. Spielen nämlich am Wochenende in Kirchheim unter Tech. Was erwartest du dir von dem Spiel? Ja, wie gesagt, es wird kein einfaches Spiel, gerade auswärts. Viele Mannschaften sind hoch motiviert gegen uns. Viele wissen, wir wollen hoch und dementsprechend wird auch jeder Gegner hoch motiviert sein, um gegen uns zu spielen. Ja, wir werden von Woche zu Woche besser im Training. Noch ist diese Top-Mannschaft nicht da, die wir sein wollen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir spätestens im Januar, Februar dann halt zu einer Top-Mannschaft reifen. Genau, das hast du schon mehrfach gesagt. Im Januar, Februar, dann spielen wir unseren besten Basketball. Was brauchst du bis dahin noch? Ja, wir brauchen halt noch gewisse Systeme, die wir durchlaufen, bessere Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, wir haben wirklich sehr gute Spieler, aber vielleicht nicht viele Spieler, die auf diesem hohen Niveau mal trainiert wurden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und wir machen sehr gute Arbeit. Man muss sich gedulden, nichts passiert über Nacht. Und ja, wir arbeiten hart dran, um eine Top-Mannschaft zu werden. Zu Hause haben wir eine 6-0-Bilanz, auswärts sind wir 2-3. Ich habe das vorhin mal durchgerechnet. Wir erzielen im Heimspielen im Schnitt 98 Punkte, auswärts sind das 75. Und die Differenz zwischen Sieg und Niederlage oder Ergebnisdifferenz ist ein 32-Punkte-Swing drin. Erklär mir mal, wie das zustande kommen kann, dass es auswärts so schwierig ist im Vergleich zu den Heimspielen. Ja, sobald der Druck ein bisschen kommt oder der Gegner anfängt, auch mal mehrere Körbe in Folge zu treffen, verfallen wir manchmal in Panik, ja, obwohl wir gar nicht die Situation brauchen, um in Panik zu... Wo es keinen Grund gibt, in Panik zu verfallen. Genau. Und ja, letztendlich, wir brauchen halt noch ein bisschen Zeit, um diese Situation wirklich tapfer zu absolvieren. Und ja, das braucht halt ein bisschen Zeit, ja. Es gibt ein paar kleine Tricks, die ihr anwendet. Mike hat zum Beispiel im Training laute Musik gespielt, um so ein bisschen die Auswärtskulissen zu simulieren. Inwiefern hilft euch das weiter? Ja, wir müssen versuchen auch zu kommunizieren, wenn es laut wird. Gerade in Chemnitz oder so war es halt sehr laut. Man muss halt die Playcalls laut sagen, damit sie jeder versteht. Die laute Musik im Training hilft uns dabei, dass wir auch mal mit Mimiken oder mit Händen irgendwie unsere Mitspieler zeigen können, was wir rennen wollen. Und Mike macht halt einen sehr guten Job, aber wie gesagt, wir brauchen halt noch ein bisschen Zeit, um wirklich dahin zu kommen, wo wir sein wollen. Großes Problem war auch immer, wenn der Gegner Zonenverteidigung gespielt hat. Mike hat mir vorhin noch mal gesagt, dass ihr daran jetzt besonders geübt habt in den letzten Wochen. Du als Point Guard und auch als Kopf der Mannschaft, wie siehst du das in deiner Rolle auf dem Spielfeld? Was muss unser Verein besser machen, um gegen eine Zonendefense zu attackieren?
Ja, viele Mannschaften haben jetzt angefangen, Zone gegen uns zu spielen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, weil wir haben, glaube ich, die besten Schützen in der Liga. Wir hatten offene Schüsse, wir haben die halt nicht getroffen. Jetzt müssen wir versuchen, dass wir den Ball an den Ring bringen müssen. Und das haben wir über die ganze Woche jetzt trainiert. Wir hatten natürlich spielfreies Wochenende, das heißt, wir haben die Woche davor auch nochmal hart trainiert. Und wir sind gut vorbereitet auf Zone. Also Resümee, it's a Make-or-Miss-League. Und ich hoffe, du bist jetzt auch in the Zone für die Rapid-Fire-Questions. Bist du das? Immer da. Immer, hätte aber nichts anderes von dir erwartet. Na, dann legen wir mal los. Du als Point Guard, wer ist denn der beste Point Guard aller Zeiten? Du musst aufpassen, also unser Trainer hat einen Lieblingsspieler und das ist auch ein Point Guard gewesen. Echt? John Stockton? Das ist seiner. Deiner? Meiner wohl auch. Nicht Magic? Nee. John Stockton passt mehr zu mir. Wann sehen wir den ersten Elbow-Pass von dir? Hast schon jede Menge Behind-the-Backs, sonst was ausgepackt. Elbow noch nicht? Ja, die Situation kam noch nicht. Auch, dass ich den Gegner durch die Beine spiele im Fastbreak, die Situation kam noch nicht. Aber ich hoffe, dass sie noch kommt und ich die dann ausnutzen kann. Dein Celebrity-Crush? Boah, was ist deiner? Penelope Cruz. Anni Brandt. Und die letzte Frage, Cha-Cha. Bis ich 33 bin, habe ich was gemacht? Den Schnurrbart rasiert, vielleicht eine hübsche Frau geangelt und vielleicht schaffst du es dann auch mal zweimal die Woche zum Training zu kommen. Und du schaffst es aufzusteigen? Ja, das ist mein Ziel. Dann sollten wir damit erstmal loslegen, am Wochenende Kirchheim zu schlagen. Am Spieltag wird unser Interview ausgestrahlt. Schaltet ein bei www.rtengo live und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Danke dir, Cha-Cha. Macht's gut.